Ja Leute, was geht? Habt ihr euch schon immer mal gefragt, wie der Charakter aus S eigentlich in Real Life aussieht? Wie sieht er im echten Leben aus? Und wir werden uns heute 10 weitere insgesamt verschiedene Horrorfilm-Schauspieler anschauen, wie sie im echten Leben aussehen, auf dem Kanal von Weise Eule. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Lasst ein Abo da, abonniert. Oh, ich sag's schon wieder, Leute. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und liked das Video. Favorisiert es, teilt es, kommentiert es. Sagt es eurer Eltern, sagt es eurer Katze, sagt es eurem Hund, sagt es eurem Hamster. Und der Hamster soll auch bitte gerne persönlich auf den Like-Button klicken. Wenn ihr das hinkriegt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich werde sehr gespannt, ob euer Hamster das packt. Oder Hund. Oder Katze. Probiert's aus. Und die Katze soll nicht auf den Dislike-Button drücken, okay? Beim neuen Video. Wenn du auf dieses Video geklickt hast, dann bedeutet das wahrscheinlich, dass du Horrorfilme magst, aber... Naja, also, meine Freundin zwingt mich ab und zu, aber ich habe einige gesehen, die waren tatsächlich okay. Und in S habe ich gesehen, S2 war ich im Kino, Escape Room habe ich gesehen, ja. Welche Schauspieler stecken wirklich hinter all diesen kultigen Figuren? Heute zeigen wir dir 10 Horrorfilm-Schauspieler im echten Leben. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Jason Voorhees ist einer der bekanntesten Horrorfilmfiguren und es gab mindestens 8 Schauspieler. Ja, klar, den kenne ich. Den kenne ich. Warte mal kurz. Ich wollte gerade sagen, ist das Michael Myers? Nein, das ist ein Jason. Spieler, die ihn sagen. Jason Derulo. Seit 1980 gespielt haben. Kane Hodder war der einzige Schauspieler, der in die Rolle von Jason Voorhees schlüpfte und in mehreren Filmen mitspielte. Kane hat das sehr gut gemacht und das haben die Fans an ihm geliebt. In der jüngsten Neuverfilmung von Freitag der 13. aus dem Jahr 2009 war jedoch Derek Mears der Schauspieler, der alle positiven Kritiken erhielt. Das Unheimliche an diesem Film ist, dass er auf einer wahren Geschichte beruht. Nummer 9. Tun die meisten, also viele der Horrorfilme. Der Mann hinter dem Hauptbösewicht der Halloween-Reihe. Ja, yeah, Michael Myers, ja Mann. Über den habe ich auch ein GTA-Video gemacht. Das war ein gruseliges Spiel. Und im Oktober soll die Fortsetzung kommen. Bin ich gespannt. Er ist kein anderer als Nick Castle. Die Geschichte von Nicks Auftritt in dem Film ist sehr interessant, denn er war ein Freund von John Carpenter, dem Regisseur des Films. John bot Nick die Rolle des Michael Myers für nur $25 pro Tag an. Der Regisseur dachte, er könne diese Rolle fast jedem geben. Schließlich spricht Michael Myers nicht, er nimmt seine Maske nie ab und der Schauspieler hinter der Maske darf nicht verraten werden. Nick stimmte zu, diese Rolle zu spielen. Auch ohne zu sprechen oder sein Gesicht zu zeigen, sorgte er dafür, dass uns ein Schauer über den Rücken lief. Obwohl Michael Myers im Laufe der Jahre von mehreren Personen gespielt wurde, gilt Nick als der beste Schauspieler, den der Film je hatte. Nummer 8. Ja, also Michael Myers ist tatsächlich so eine Kultfigur, absolut. Die Schauspielerin Linda Blair war erst 14 Jahre alt, als sie die Rolle in dem Gruselfilm Der Exorzist spielte. Obwohl Der Exorzist als einer der gruseligsten Filme aller Zeiten gilt, hat der Erfolg... Bro, dieses... Ich glaube, wir werden gleich das Gesicht sehen. Oder es war ein Scary Movie, jedenfalls eins von denen. Aber es war ein Teil von diesem Exorzist. Dieses Gesicht von Scary Maze Game. Kennt ihr Scary Maze Game? Ich glaube, vielleicht seid ihr zu jung. Es gab mal eine Webseite. Ich weiß nicht, ob das auf der Seite bambusratte.de war. Ne? Also früher, es war so eine Fun-Website. Da gab es alles Mögliche. Ne? Also gruselige Sachen wie, du guckst dir ein Bild 5 Minuten lang an, suchst nach etwas und plötzlich wirst du von einem Jumpscare, von einem Bild, von einem Geistbild gejumpscared. Einfach mit riesenlauten Schrei. Ich bin vom Stuhl gefallen. Genau das gleiche auch bei Scary Maze Game. Und das war auch tatsächlich ein Trend. Das war ein Trend, tatsächlich. Viele haben es gespielt und so. Und wir haben auf YouTube uns Videos angeguckt. Da war ich selbst noch richtig jung. Also da war ich echt noch klein. Ja, und da war dieses Gesicht, es kam aus einer Szene aus dem Film. Aber ich weiß nicht, ob das aus der Parodie war oder aus dem echten Film. Dieses hochkarätigen Films Linda für den Rest ihres Lebens verändert. Die Schauspielerin war nach ihrer Rolle in diesem Horrorfilm aus mehreren Gründen nie wieder dieselbe. Eines der verrücktesten Dinge, die Linda zustießen, war das Trauma, das sie am Set erlitt, als sie versehentlich an ein mechanisch manipuliertes Bett gefesselt wurde. Sie erlitt eine Fraktur im unteren Rückenbereich, was bedeutet, dass die Momente, in denen sie im Film schreit und um Hilfe bittet, nicht nur brillant geschauspielert waren. Es war ein echter Hilfeschrei, während die Kameras weiterliefen. Okay. Nummer 7.
Ja, aber da muss ich doch Schadensersatz gekriegt haben. Also wirklich. Das ist wie dieses Porpoising, was Hamilton in Baku gehabt hat, ne? Meint, als wäre Javier Botet der Schauspieler, der fast nie ungeschminkt in Filmen auftritt. Er ist derjenige, der hinter so vielen Hollywood-Monstern steckt. Darunter Slenderman, Crooked Man, Faceless Man, Mama und kürzlich sahen wir ihn in dem Film Mara. Natürlich ist es schwer, Javier in mindestens einem Monster wiederzuerkennen, denn jedes Mal, wenn er sich in seine Rolle verwandelt, ist er einzigartig. Als kleiner Junge liebte Javier Monster und zeichnete sie die ganze Zeit. Als er erwachsen wurde, beschloss er sein Leben der Kunst zu widmen. Als Javier in der Werkstatt für Spezialeffekte arbeitete, sagte der Lehrer, dass sein Körper sehr gut für das Make-up von Monstern geeignet sei. Für diejenigen, die es noch nicht wussten, Javier hat einen einzigartigen Körperbau. Er ist fast 2 Meter groß und sehr schlank, was ihm bei seiner Monsterkarriere sehr hilft. Das stimmt auch, ne? Also es gibt, ey, wenn man anders ist, hat man immer Chancen, in irgendwas etwas Einzigartiges zu schaffen, weil man anders ist. Und das kann man nutzen. Nummer 6. Bill Skarsgård wurde durch seine Rolle als Clown Pennywise in der Verfilmung von Steven... Der Blick ist aber auch krass, ne? Der Blick ist aber auch schon krass gruselig von ihm. Du denkst dir so, Bro, du bist so ein Psycho, ey. Denkt man sich so. ...Kings Romanen S und S2 berühmt. Wir alle erinnern uns an den Moment, in dem der Clown etwas Verrücktes mit seinen Augen macht. Aber wusstet ihr, dass die Art und Weise, wie er das tat, nicht durch Computeranimation entstanden ist? Krass. Dieser Schauspieler kann seine Augen tatsächlich in verschiedene Richtungen bewegen, was zu Tode erschreckte. Bill selbst sagte, er habe seine Rolle als Pennywise in S genossen, aber er sagte auch, dass diese Rolle sehr einsam war. Der Hauptgrund dafür war die Tatsache, dass der Schauspieler sich mit seinem Make-up und seinem Anzug sehr unwohl fühlte, sodass er sehr viel für sich behalten hat. Nummer 5. Das ist schon schade zu hören, aber er ist halt die Hauptrolle. Also, ich weiß nicht. Er ist die Hauptrolle in diesem Film. So, das ist, der hat das super gemacht. Also wirklich, er hat es geschafft, dass es alle Leute, das war der totale Hype. Der totale Hype war das, Freunde, um diesen Clown. 5. Nachdem ihr The Nun oder Conjuring 2 gesehen habt, habt ihr wahrscheinlich Angst vor den vielen gruseligen Nonnen bekommen. Es ist jedoch schwer zu glauben, dass jemand wie Bonnie Ahrens hinter Valak, der dämonischen Nonne, steckt. Aber boah, also man erkennt es schon ein wenig. Man erkennt es schon ein wenig. Aber die Schauspielerin ist in Horrorfilmen keine Unbekannte. Ihr Horrordebüt gab sie in dem Film Mulholland Drive als The Bum und seitdem hat sie gemerkt, dass das Genre Horror genau ihr Ding ist. Sie war auch in anderen Filmen wie The Princess Diaries und Wristcutters zu sehen. Es ist kaum zu glauben, dass all diese Rollen von einer einzigen Schauspielerin gespielt wurden und auch die Warner Brothers sahen in Bonnie Potenzial und luden sie deshalb immer wieder für Rollen in Horrorfilmen ein. Viele Fans hoffen, dass Bonnie in Zukunft als Nonne zurückkehren wird. Nummer 4. Oma, ich habe gehört, dass The Nun nicht so der Hammerfilm gewesen sein soll und dem Hype nicht gerecht geworden ist. Also, glaub, wird es da keine Fortsetzung geben. Aber vielleicht wird sie ja in irgendeinem anderen Film auch wieder vorkommen. Gunnar Hansen war der Mann, der Leatherface in dem Film Texas Chainsaw Massacre spielte. Der Schauspieler nahm diese Rolle als Sommerjob an, nur um seinen Enkeln ein paar Geschichten erzählen zu können. Obwohl die Rolle eines Mannes, der buchstäblich die Haut der Menschen trägt, die er getötet hat, nicht gerade eine kinderfreundliche Figur ist, zögerte Gunnar nicht, in diesem Film mitzuwirken. Das Gesicht des Schauspielers wird jedoch nie zu sehen sein. Aber die Tatsache, dass der Zuschauer das Gesicht des Schauspielers nicht sehen wird, spielte für Gunnar keine Rolle und er nahm seine Rolle sehr ernst. Hm. Nummer 3. Ja, auch schon cool zu wissen. The Grudge ist ein Horrorfilm über einen japanischen Geist, der rachsüchtig ist und typischerweise mit langen, dunklen Haaren und einem blassen Gesicht bedeckt, mit großen schwarzen Augen, ungewöhnlichen Bewegungen und einem Todesgeräusch dargestellt wird. Die Geschichte dieses Geistes ist ziemlich furchterregend, denn dem Volksglauben nach kann der Geist auf physische Weise in die Welt der Lebenden zurückkehren. Sie haben die Macht, sogar Naturkatastrophen herbeizuführen und ihre Feinde... Das ist so eine Art japanischer Mythos, oder? Ja, also das... Nee, Moment. Doch, das sieht ein bisschen japanisch aus. Aber warum ist hier eine Flut zu sehen? ...zu töten und Menschen werden nach ihrem Tod in der Regel zu rachsüchtigen Geistern, wenn sie im Leben viel gelitten haben und mit Schmerzen oder Kummer gestorben sind. Es ist kaum zu glauben, dass schöne Frauen wie Takako Fuji, Aiko Horiyoshi, Anna Moon, Misaki Saisho und andere die Rolle dieses furchterregenden Rachegeistes Kayako Seki gespielt haben.
Viele sprachen auch über das Geräusch, das der Geist machte, Kayakos charakteristisches Krächzen. Natürlich wurde dieses Geräusch nicht von den Schauspielerinnen erzeugt, die den Geist spielten, aber eine interessante Tatsache ist, dass das Geräusch mit einem Haarkamm erzeugt wurde. Okay. Nummer 2. Cool zu wissen. Ja. Hattest du schon mal Angst vor der Figur Freddy Krüger? Viele von uns... Ich persönlich, ich habe nicht viel mit ihm zu tun gehabt. Ich weiß nur eine Sache, Leute, in der Grundschule hatte ein Kollege, wir waren ja mal auf einem Ausflug gewesen und da hatten wir ja quasi die Jungs, das Jungszimmer mit 2 Doppelbetten und einem normalen Bett. Da waren wir also zu 5 und dann war auf der anderen Seite die Mädchenseite, auch 5 Mädchen dann, ne? Und der eine Typ dachte sich, okay, komm, ich steig mal aus dem Fenster, wir sind im Erdgeschoss. Und er zieht sich einfach eine Freddy-Krüger-Maske an. Und dann geht er zur Mädchenseite und klopft da an. Und man hört so über die Wand, was da für Schreie kamen. Oh Mann, dann ist die Klassenlehrerin zu uns gekommen und hat gefragt, was ist denn hier los? Wie siehst du denn aus, Domme? Wahrscheinlich schon, denn dieser Bösewicht erscheint nachts, wenn man die Augen schließt, was ihn noch unheimlicher macht. Es mag euch überraschen, aber Robert Englund, der Schauspieler, der Freddy Krueger in dem Film A Nightmare on Elm Street spielte, hat verraten, dass er Angst vor seiner eigenen Figur hatte. Obwohl der Schauspieler mit Stolz auf seine Rolle als Freddy zurückblickt, gibt er auch zu, dass sich sein Leben nach seinem Auftritt in dem Film verändert hat und dass er immer noch Albträume davon hat. In einem seiner Interviews gab der Schauspieler zu, dass er tatsächlich Albträume hatte, in denen er Freddy Krueger war. Die Tatsache, dass einige Szenen nachts gedreht wurden und Robert manchmal in Freddys Kostüm schlafen musste, hat wahrscheinlich Spuren in seinem Unterbewusstsein hinterlassen. Mit all dem schweren Make-up hat er sich wahrscheinlich daran gewöhnt, sich selbst als Freddy zu sehen. Hm. Na klar, also jeder spricht einen dann darauf an, ey, du bist Freddy Krüger und so. Klar, dann denkt man das. Jetzt bin ich gespannt auf Platz 1. Weiß nicht, was könnte kommen? The Shining? Aber das ist ja eindeutig, weil wir wissen ja, wer der Schauspieler ist, wenn... Ja, wer könnte hinter einer Maske versteckt sein? Ich weiß nicht. Wir hatten jetzt Slenderman, wir hatten S. Weiß ich nicht. Schreibt mir in die Kommentare, was glaubt ihr ist Platz 1? Und wir starten jetzt. Als The Ring in die Kinos kam, hatten alle Angst vor dem Mädchen mit den langen schwarzen Haaren. Die Schauspielerin, die die Rolle des unheimlichen Mädchens Samara spielte, namens Devay Chase, war erst 12 Jahre alt, als sie diese schreckliche Rolle spielte. Natürlich hatte die Rolle Auswirkungen auf das Leben und die Karriere des Mädchens. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Schauspielern schaffte es Devay, nach Samara weiterzumachen und ist immer noch als Schauspielerin tätig. Oh. So sieht Devay heute aus und wie du sehen kannst, hat sie sich ganz schön verändert. Sieht doch gut aus. Also ich meine, ist sie noch jung oder wie alt ist sie denn? Weil wir werden mal sehen. Gibt es denn Filme noch, die sie gespielt hat? Wusstest du übrigens, dass sie die Stimme von Lilo in dem Film und der Serie Lilo und Stitch aufgenommen hat? No way. Natürlich im US-amerikanischen Original. No way, das ist schon eine große Ehre. Das ist eine ganz große Ehre. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen... Ja, auf jeden Fall ein nices Video wieder. Also muss ich sagen, hat auf jeden Fall definitiv gebockt. Und ich muss sagen, viele der Charaktere kannte ich ja nicht mal. Also der Charaktere, ja, doch, die kennt man ja. Aber immer cool zu wissen, wer die ein oder andere Person ist. Bei den Nun muss man sagen, das sieht man schon ein bisschen. Und bei dem Charakter von S auch ganz, ganz, ganz heftig. Also Leute, ich hoffe, das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs Haus und rein und ciao.